Hey Kinders, was geht bei euch ab? Gesagt, getan. Face it, Premium Match. Ich habe mich jetzt einfach mal testweise für einen Monat in diese dritte Division der GPL eingetragen. Einfach mal, um zu gucken, was da so passiert. Ich bin im Moment Face it Rank 6, glaube ich. Ja, 6,5, kurz vor 7. Je nachdem, wie das Spiel hier verläuft, dann eben auf dem Rank. Wenn wir hier einen Stick die Fresse poliert bekommen, dann natürlich nicht. Achso, ist jetzt, hier ist kein Team-Attack, ne? Ah, jetzt wollte ich gerade einen Mate anschießen, warte mal. Das finde ich sehr wunderlich. Das finde ich wirklich sehr, sehr wunderlich, dass das Team-Attack hier aus ist. Das wirkt so fernab von jeder Professionalität. Also wenn Team-Attack nicht an ist. Aber das ist jetzt noch kein Division-Spiel hier, weil da nur zwei oder drei Leute in der Queue waren. Und ich habe kurz reingequeued für, naja, 3 Minuten oder so. Und das hat einfach so ewig gedauert, dass ich mir gedacht habe, nee. Team, was machen wir? Let's go, B. Yeah. Und natürlich hier die Tick-Geschichte darf man nicht vergessen, ne? Was sagen wir alle? 120er Tick? King Kitchen, he saw me. One is Kitchen still. Try to plant. Kitchen. Just wait, let them come. We got the plant. Oh, sehr gut, Jungs, sehr gut. Bleibt jetzt hier. Jawohl, ist down. Oh, sehr schön, sehr schön. Die Tick-Rate merkt man hier natürlich hart, das ist klar. Da haben Bernd und ich schon immer so ein bisschen Scherze drüber gemacht, wenn die Leute im normalen Matchmaking spielen. Dann sagen, ah, ja klar, habe ich jetzt nicht gekriegt, weil der Tickrate war das. One beyond spot. Sehr schön, sehr schön. Ich bin fast in die Hose gegangen, mein Freund. Hat er den jetzt gekillt? Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt eh noch schnell den Nate reinschmeißen, aber lasse ich lieber. Wir haben beide gesehen, also wir können davon laufen. Sehr schön, Jungs. Beide sogar noch gefistet. Nice. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt generell ein Sieg wird, beziehungsweise ich jetzt nicht durch diese Nicht-Division-Spiele so arg absteige, weil in der dritten Division darf man nur bis Rang 5 sein, minimal. Und ich bin, ja, ich bin jetzt gerade Rang 6,5, kurz vor 7, wie gesagt. Wenn man dann besser oder schlechter ist, wie die Voraussetzungen, ob man dann überhaupt weiterspielen darf. Oh Gott. Nein, er ist nicht runter! Ich dachte, er wäre runtergegangen. Wollte einen Molly schmeißen und den abfackeln. Wahnsinn, das sind echt krasse Boys hier. Das ist was komplett. Das fühlt sich echt komplett anders an als hier bei Bums. Ich bleib hier einfach ein bisschen stehen. Wir machen slow, haben wir gesagt. One B-Apps? Ich bin in B-Apps. Hat der gerade eine Verkalkung oder was mit seinen B-Apps? One on spot B with AWP. Another one is in kitchen here. Another one. Beide. Schade. Ja, wir haben geforst die Runde. Und der kleine. One is window left side. One is kitchen. He's beyond spot with AWP. Another one is on kitchen. Also einer ist tagged. Einen habe ich getaggt. Jawohl, sehr schön. Der ist down, alles klar. Jawohl, das machen sie. Komm, das machen sie bitte. Ja, wie eklig. Alter, er hat ihn einfach nicht getroffen. Also der Gegner hat ihn nicht getroffen. Krass, obwohl er schon hätte gucken können, ne? Oh, oh. Krasse Moves hier, Leute. Krasse Moves. War gut, dass wir die Runde geforst haben. Alter Verwalter, sind mir gerade die Kugeln um die Ohren geflogen. Es wäre echt schön, einmal nicht Behinderte zu haben. Ich sagte noch am letzten Matchmaking auf Faceit, das sind schon eher coole Leute anstatt Behinderte. Was habe ich? Was habe ich? Behinderte. Ich muss, glaube ich, echt das Spiel wechseln. Die Leute sind einfach zu toxisch. Nice. Wenn er jetzt noch so ein bisschen weniger toxisch wäre, wäre das einfach hervorragend. Ich weiß nicht, ob Windows down ist. Hab's nicht verstanden. Oh mein Gott, one abonnee. Nice. Souverän. Die AWP ist echt souverän unterwegs hier. Ich gucke, dass ich noch ein bisschen langsamer spiele und nicht jedes Mal der Freekill bin für den, ja, für den Gegner, der mich sieht. Down. Jungle, last. Nice, sehr schön, sehr schön. Das langsame Spielen hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Ich bin es einfach noch vom Matchmaking gewöhnt, wie so ein Grasdackel reinzurennen. Mit den Dödeln, die halt das gleiche machen, aber hier ist halt so ein bisschen mehr Spannung und Technik angesagt. Ja, scheiße, Mann, jetzt krieg ich gleich die Fresse poliert, wo ich irgendwas von Skill habe. Jetzt gehen wir doch B. Okay. Oh, er hat mich noch, ich fass es nicht. Nice, sehr, sehr schön. Yellow hört uns auch gar nicht, glaube ich, ne? Der Kollege fragt nach dem Drop und nichts passiert. Die haben eine Pistolrunde, oder was? Windows down, jetzt copy. Fast. Fast! Oh, one down. Okay. Help me, please. Fuck, he's T-Spawn. Das war jetzt sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Jetzt habe ich no fucking cash.
thanks. Der ist auch immer hin und her schreiben mit den Feinden, glaube ich, der Purple. Der lässt sich so ein bisschen ablenken. Das ist leider irgendwie typisch für ganz gute Spieler, dass wirklich sehr, sehr gute Spieler anfangen rumzupimmeln. Sehr schnell. Scheiße. Ja, so in dem Kopf. Das war echt dumm. Er hat jetzt halt echt offen geplantet, der Grasdackel. Wir hatten alles gedeckt, nur sieht die nicht. Fuck. Ich hoffe, Orange hat ihn im Blick. Fuck. Also ich finde den B-Rush gar nicht so schlecht. Shot is down. Okay. He's coming, kitchen. Oh nein. Komm, Blau, das machst du easy. Blau, 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 das schaffst du locker. Schade. Das müssen wir doch jetzt eigentlich, ne? Müsste doch jetzt laufen, oder? Hier, Heide, nein. Nein, 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 nein. Was hab ich gemacht? Der war ja schon fast da, als ich den Nate geworfen habe. Fuck. Egal, Teamsieg. Gerade hier bei Faceit ist der Teamsieg jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, denn ich brauche dann die Punkte eben für dieses Elo-System dort, dass ich zumindest auf Rang 6 bleiben kann. I come in. Shot is down. Jungle one. Ich hoffe, dass er nicht bei CT ist und durchgeht. Nice. Und langsam aber sicher arbeite ich mich hoch. Sehr gut. Nur noch einer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Shot is down. Nice, thanks. Jawohl, Bomb is down. Bibi, nice. Sehr schön. Schon wieder ein Assist, Leute. Wahnsinn. Wie ich dem Team assistiere. Es ist nicht mehr normal. Just play slow. We got the bomb, guys. Nice. Wobei 4 Assists jetzt nicht viel sind. Die anderen haben ja auch alle fast 4. Aber trotzdem, trotzdem. Upper mid. Another one left. Okay. Shot is down. Ja, er ist down, sehr gut, okay. Ja, yeah, he's B-Apps, need help. Kommt Jungs, das macht ihr easy. 3, 2, 1, und da fällt er schon. Doch nicht. Und da fällt er schon, schade. Aber jetzt, na. Da hinten ist er gelaufen. Komm schon, AWP weiter dahin ziehen, du hast ihn noch gleich. Sehr schön, lalalala. Das ist wirklich direkt spannender hier, so eine Geschichte, als die normalen Matchmakings. Also für mich jetzt selbst zum Spielen. B-Apps. Steps, at least two. The app still. Need help on B. Oh, Gottes Willen. Okay. He's under you. Oh, der war direkt vor ihm. Mist, Mist, Mist! Schade. Ist low HP. Es ist einfach immer dasselbe, dass ich nur diesen scheiß ersten Headshot treffe und dann nichts mehr. Okay, Jungs, wir kaufen. Diese Grasdackel, warum müssen sie sich so aufregen? Bitte, hört auf, Leute. Wenn nachher verlieren wir noch wegen euch Fickfröschen. Wer lässt sich wegen sowas so auf die Palme bringen? Hopp, jetzt scheiß doch da einfach mal drauf. Jetzt sagt er, thank you for the carry, Orange. Weißt du, mit 2-3 Kills mehr? Pff, so bescheuert. Bombi on spot. I think he's planted on B. Ja, plant B. Es ist echt nicht normal, was Purple für ein verpienstes Stück Scheiße ist. Das ist wirklich krass. Es muss im Leben echt ein Totalversager sein, weil er überhaupt nicht damit zurechtkommt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er es gerne hätte. Das ist Wahnsinn. Die Call. Schau. Bomb ist da. Incoming. Go to this one. Go to this. Bench, one bench. So, A ist down, verschissen nochmal. Weiß nicht, warum Purple von der Bombe wegläuft, dieser verschissene Versager. Where? On the, you have bomb on this bomb. Easy! Na, da ging doch jetzt schon deutlich mehr als im Matchmaking. Wobei ich schon sagen muss, dass die Hurensohnhaftigkeit, also wie sehr deren Mütter anschaffen, fast schon höher ist als im Matchmaking. Also jetzt vor allem von diesem Purple-Kerl. Wie gesagt, vom reinen Spiel her wirklich nicht schlecht. Aber vom menschlichen her ein Totalausfall. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, was ihr so von Purple haltet. Ja? Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hin und her, links und rechts. Macht's gut. Ciao, ciao.